Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. In der letzten haben wir hier ja das kleine Bahnbetriebswerk hier gebaut. Und in dieser Folge möchte ich gern hier einen Güterbahnhof bauen für die Lebensmittelfabrik, damit wir hier die Linie nach da unten zu dem Bauernhof hier machen können, denn wir brauchen mehr Weizen. Das würde ich gern machen. Natürlich ein bisschen mit Schönbau. Und ich war fleißig. Was ich nämlich gemacht habe, einerseits habe ich hier den Bahnhof dekoriert, mit dem hier so ein paar Loks ausgestellt für später mal. Können sich die Leute hier anschauen, habe mal ein paar Personen da hingemacht. Alles eingezäunt, habe hier ein Signal hingestellt. Ich denke, das sieht eigentlich ganz schön aus. Eine Krokodil, die 4-4er, die ja aktuell hier auf der Strecke unterwegs ist. Schweizer Dampflok, ein paar Güterwagen. Und ja, dachte, es sieht eigentlich ganz schön aus, dass wir hier so eine Art Denkmal haben, Industriedenkmal. Was ich auch gemacht habe, ist, ich habe hier Geschwindigkeitstafel angebracht. 160, Vorwarnung für 120 hier und so weiter. Und wir haben jetzt zwei Züge hier unterwegs, beziehungsweise ich habe den Zug hier aufgeteilt, das waren ja 8 Wagen, und habe mir noch so eine Lok gekauft, die ist gerade hier unterwegs. Ah nein, das ist tatsächlich der Zug 1. Aber ja, die fahren jetzt jeweils mit 80 und teilen sich doch mal die Strecke. Unser Inspektionszug, den habe ich wieder umgemalt. Und zwar in Gelb. Ich denke, das passt, weil die meisten Inspektionszüge, was ich so gesehen habe, die sind in Gelb. Und den habe ich erstmal hier geparkt. Macht erstmal gar nichts. Ah, und beim Bahnhof. Also auch bei allen jetzt habe ich diese Haltetafeln mit eingefügt. Auf beiden Seiten. Ja, und das ist auch neu. Die Strecke hier fährt jetzt in zwei Richtungen und habe hier eine kleine Wendeschleife gemacht. Ich denke, das sieht eigentlich ganz cool aus. Geht es dann hier so rein. Hier muss ich einen Marker setzen, weil sonst sind sie da nicht reingefahren. Und ich denke hier vom Radius her, das ist plausibel. Hätte ich jetzt mal gesagt. Okay, also, wenn wir hier nochmal schön... noch was vergessen. Leider Gottes hat es hier einen Steinrutsch gegeben und man hat dann gesagt, die Straße ist jetzt erstmal nicht verbunden, es ist zu teuer, die Straße wieder zu verbinden, aber es gibt ja natürlich unsere Zugverbindung. Aber ihr dürft gerne entscheiden in den Kommentaren, ob die Gemeinden hier das Geld aufbringen und die Straße wieder verbinden. Mal gucken. Jetzt erstmal ist sie getrennt. Könnt ihr euch denken, warum ich das gemacht habe. Okay, also hier ist eigentlich ganz gut was los. Wie viele Leute sind hier? 50 und 31. Ja, da hat die Tram ein bisschen was zu tun. Okay, meine Idee war, von der Strecke hier, fahren die dann hier auf das äußerste Gleis, noch hier eine Kurve rein. Und bauen hier einen Güterbahnhof hin. Ich würde sagen, also in dem falschen, ich würde nämlich gern, wo ist er denn? Vielleicht noch Güter sortieren. Ich würde gern den hier bauen. Und den ein bisschen dekorieren. Wir werden zuerst hier mal das Gleis machen. Ich würde sagen, da soll er mit maximal 60 rein. Die Kurve beginnt hier so. Wie sieht das aus? Okay, er fährt da eh noch mit 50. Ah, das war sogar ein bisschen zu eng. Ich beginne hier, dass du auf die Straße snapst. Was jetzt natürlich nicht macht. Komm, man kann parallel zur Straße bauen. Snap doch mal. Ah, jetzt. 60. Okay. Und dann wäre mein Gedanke, wir bauen den so hin. Es ist... Ja, es ist ein bisschen tiefer. Aber hier ist es recht hoch, das heißt, wir brauchen noch einen Straßenanschluss hier runter. Wie
Nehmen wir jetzt mal das. Damit hier die LKWs reinfahren können. Ein bisschen zu hoch, ne? Ja, so. Und ebenfalls hätte ich dann hier noch einen Anschluss. Und mal schauen, ob wir das irgendwie schön hinkriegen. Ach, das ist jetzt auch ein Mod. Das mit trotzdem bauen. Da kann man trotz Kollision bauen. Das finde ich ganz praktisch. Und ich würde sagen, hier... Hier in der Mitte so. Die Straße raus. Und hier der Anschluss für da oben. Die Frage, hast du jetzt den... Nein, natürlich nicht. Müssen wir mal gucken. Ja, das sieht jetzt dann aber doof aus, ne? Das wollte ich eigentlich vermeiden, dass ich sowas mache. Das könnte man aber machen. Oh nee, das ist ziemlich steil. Jetzt hätte ich auch den Anschluss. Nee, das gefällt mir eigentlich nicht so sehr. Außer wir cheaten und sagen, das ist irgendwie ein Fußgängerweg. Hier nach unten. Haben wir jetzt noch den? Ja, jetzt haben wir den Anschluss. Dann machen wir das ungefähr so. Wobei, na, das ist doof. Ich hätte gern noch mal die kleine Straße da. Besten eben. So. Trotzdem bauen, bitte. Okay. Das ist ein super Mod. Und eigentlich gehen gerade. Ach, jetzt kann ich nicht mehr trotzdem bauen, oder wie? Ah doch. Okay. Aber... Ja, jetzt fehlt mir natürlich wieder der Anschluss. Und mein Fußgängerweg. Irgendwie ist... Warum macht er das jetzt? Bauen. Okay, das ist ein echt geiler Mod. Okay, jetzt machen wir hier so einen Fußgängerweg hier noch da oben. War die alte Straße. Damit das hier gleich aussieht. Das glaube ich war jetzt diese Straße da, oder? Welche Straße war? Ah, die da. Okay, dann sieht es jetzt hier alles gleich aus. Gut. Dann machen wir das hier mal in schön. Cool. So. Was wir jetzt brauchen ist Track Assets. Wir nehmen... Was nehmen wir denn?
würde sagen, hier ist, steht mein Truck. Der passt so gar nicht. Und vielleicht noch einer von denen hier. Ein paar Angestellte noch. Parken da einfach hier so. Dann People. Persons. Ganz Thema. 100 Mann. Arbeiter. Bleiben die so stehen oder... Ah ne, die bewegen sich. Arbeiter 2. Ist die über das schon schnellfähiger? Ist doof aus. Der steht da mal vor sich hin. Lieferdienst. Okay. Schwarzbau. Gut. Das ist soweit zu dem. Dann hätte ich gern so ein Güterkran. Hier. Für einen Verlad. Mal schauen, dass es von der Höhe her passt. So. Sagen, den machen wir hier mittig hin. Ab da. Ich glaube, das sind sogar die gleichen wie in Railroads Online. Müssen wir gleich mal schauen. Oder? Ja, fast die gleichen. Und da klingelt das Handy. Einen Moment. So, da bin ich auch wieder zurück. Ach, blödes Telefon. Okay, machen wir hier weiter mit der Deko. Ich hätte auch gerne noch ein paar Sitzplätze hier. Machen wir die dann am besten hin. Für die LKW-Fahrer so zwei Sitzplätze. Da hinten vielleicht noch, ne? Ja, so also Pausebereich. Ich kann den trotzdem Bauen-Button nicht klicken. Oh shit, das wollte ich jetzt nicht. So. Okay, ich bräuchte das mal ohne Collisions. Beleuchtung hätte ich hier noch gerne. Am besten mal hier so. Da, in der Mitte. Noch einen da und da. Okay, Container. Was haben wir denn da so Schönes? Ist mal ein bisschen zu klein, so kleine Sachen, die da hier rumliegen. Ehrlich gesagt, die da gefallen mir ganz gut. Wenn die mal von der Höhe anpassen. Passt das gerade schon? So, dass sie ein bisschen Sachen so rumstehen. Da will ich ein bisschen mischen. Mal schauen, was man noch so Schönes haben. Da, Benches. Ohne Collisions. Bench 3A. Oh ja, das können wir jetzt da hinten hinbauen. Müssen wir das nur von der Höhe anpassen. Kommt das hin? Ja.
Sehr gut. Sonnenschirm. Nee. Ja gut, brauchen wir eigentlich nicht, ne? Okay, gut. Das ist Alkohol. Ich muss sagen, da hat es ein paar Fässer hier. Auf einer Palette. Warum eigentlich nicht? Sind alle nicht so ganz gerade hier. Okay, dann Food. Oh ja. Shift. Da hätte sie ein paar Crates von denen. Haben wir da Food? Oh, das ist viel zu groß. Grain, Goods, vielleicht ein paar normale Kisten hier. Ja, und dann also Weizen. Das mit den Kleinen hat man eigentlich ganz gut von Livestock. Ja, gut. Okay, was haben wir da noch so schön, was wir da hinpflanzen könnten? Personen natürlich. Das glaube ich sind die, was hier so normal stehen, ne? Ja. Okay, das wäre das. Ein Wasserturm will ich da eigentlich nicht hinbauen. Was haben wir hier sonst noch? Nö, das ist alles nicht sehr interessant. Bin ich ja nicht so ganz happy damit. So, ein Gebäude hier vielleicht noch. Man muss aber weiter runter. Hier so in die Ecke rein. Warum eigentlich nicht, ne? Was aber noch, was wir da hinbauen könnten. Ich möchte auch noch einen Zaun. Die ganzen Loks brauche ich aktuell nicht. Boah, ich habe da viel zu viel drin manchmal. Ne, ist auch nichts. Ah, Zäune. Das könnte ich eigentlich noch machen. Ich gehe mal mit dem Zaun hier. Da kommt dann noch Grünzeugs rein, habe ich mir so gedacht. Straßenbeleuchtung. Gehen wir nochmal zu den Trucks. Mit Collision Off. Ich kenne, dass hier so Trucks stehen. Wenn
random. Ground likes random. Den alten Steam-Truck. wollen wir da hier hinten hinparken? Und nochmal ein paar People. Also, ich glaube, die heißen hier einfach nur Persons, ne? Gibt hier nochmal so ein Dude. Und da hätte ich gerne noch ein paar Dudes hier. Okay, da könnte man jetzt noch mehr machen, aber das passt. Jetzt hätte ich doch gern ein paar Bäume. Die sind ja irgendwo am Anfang. Achso, ich habe hier noch den Filter drin. Wo waren die Bäume? Das war nicht hier. Aber was sind sie denn, wenn man sie einmal sucht? Ach da. Gemischt Werkzeuggröße. Machen wir mal klein. Ich würde es gerade mal hier vollpflanzen. Bis dann später wieder entfernen kann. Okay, jetzt kommt die Abrissbirne. Und du bist so nah dran. Du auch. Du auch. Du leider auch. Das passt so nicht. Du musst hier weg. Du musst auch weg. Das passt eigentlich. Der kann da ein bisschen reinwachsen. Der wächst auch drüber. Du kommst noch weg. Okay, dann hat sie so einen kleinen Planwald. Okay. Nicht gerade die beste Arbeit. Aber sieht besser aus, als wenn noch gar nichts da ist. Hier bräuchte man noch ein Signal. Ich würde sagen, wir nehmen. Soll man das gerade schon hier hinstellen? Nee. Das macht man hier. Das ist ja einfach ein Ausfahrsignal. Was nehme ich da? Hauptsignal. Ich dachte, da ist Ausfahrsignal. Jetzt, ja, ist jetzt ein ÖBB-Signal anstatt SBB. Wobei, na, das glaube ich. Bleiben wir da mal einheitlich, wenn wir sagen, das ist eine SBB-Strecke hier. Können ja auch nochmal die dedizierte ÖBB-Strecke machen. SBB, dann machen wir einfach nur. Darfst du eh maximal mit 60 noch rausfahren? Ich hätte gern, dass du da rechts bist. Okay. Cool. Dann hätten wir das. Also, der fährt dann hier raus. Da runter. Und hier brauchen wir nochmal die Verbindung. Nochmal 400. So. Okay, und da habe ich die Signale gemacht und dann geht es dann hier weiter nach da oben. Cool. Also schreibt es mal in die Kommentare, wie euch das soweit gefällt und was ihr da noch mehr dazu haben wollt. Aber ich denke, das ist gar nicht mal so doof. Ja, cool. Machen wir hier die Weizenlinie da rein. Ich fand das ein bisschen geil, dass er da so fahren muss.
theoretisch zum Wenden, wenn der so reinfährt, habe ich mir auch gedacht, der könnte dann auch hier so reinfahren, bleibt hier stehen und fährt dann so wieder raus, wenn er nur eine Lok hat, weil die sind natürlich da vorne. Andererseits, wir können es auch mit zwei Loks fahren, da kann er natürlich so schön rausfahren, aber da können wir dann weniger Güter laden. Das wäre vielleicht noch ein cooles Gimmick, wenn wir wirklich ihm sagen, er muss hier drin einmal halten. Auf dem Gleis da in der Mitte. Da müsste man hier irgendwie so einen Punkt reinmachen. Das wäre noch irgendwie cool. Ich glaube, das machen wir, weil dann haben wir hier noch kleine Sonderfahrten hier. Und dann, wenn er hier rausfährt, ja, dann kommt er hier rein. Okay. Gut, liebe Leute, es gibt noch mal ganz kurz einen Cut. Und dann geht's weiter. So, und weiter geht's. Wir sind jetzt hier beim Bauernhof und ich würde sagen, wir machen den Bauernhof hier so rein. Dann müssen wir halt leider die drei Felder hier zerstören. Ich würde jetzt da mit dem gleichen fahren. Auch mit 160 Meter, aber mit zwei Gleisen. Dass wir den hier irgendwie... Also es macht nicht wirklich Sinn, dass wir den länger machen. Nachdem der Zug nur maximal 160 Meter unten haben darf. Wenn wir mal ein paar Züge dann losschicken müssen. Aber dann haben wir halt ein bisschen Verkehr, ne? Okay. Anschluss ist da. Passt eigentlich so vom Setting ganz gut zu dem Bauernhof dazu. Okay. Begradigen. Das sind jetzt die ersten Sachen, die ich da mache. Und dann müssen wir eigentlich recht schnell da oben rauf. Wir gehen wieder mit 160. Alle Tracks möchte ich jetzt gleich schon mal anhaben. Wie geht er denn da nach unten? Ich hätte das gern gerade. Ab da. Oh shit. Ich habe ja die Nummer auf Tracks hier wieder oben gehabt. Wobei die als Abstellgleise. Jetzt gar nicht so mal so doof. Das lassen wir mal. Und es waren jetzt die hier. Mit was hat er denn jetzt eine Kollision? Mit dem hier jetzt? Okay, interessant. Die Frage ist, wir machen hier die Kurve nach oben. Jetzt erstmal. Wir werden dann schon schauen, ob das so passt. Aber ich wette, aber er geht dann steil nach oben. Wir müssen hier Serpentinen fahren. Und wird auch hier schon mal. Ja, wir müssen Serpentinen fahren. Eine Kurve rauf machen. Hier so und dann wieder runter. Ja, ich dachte es mir schon. Und sanft hier wieder runter. Wie sind wir da über dem Boden? Vielleicht ein bisschen. Ich bin mir nicht sicher. Sollten wir vielleicht erstmal von unten hochfahren? Ich glaube, das macht mehr Sinn. Also wenn wir die Straße hier mal entfernen. Wir haben eine Kurve, also machen wir ein Stück gerade. Machen da jetzt einmal eine Kurve. Wieder gerade.
müssen dann hier. Ich glaube, das kann man nicht drum herum, dass man Tunnel machen. Ich würde aber gerne mit 100 machen. Wir haben hier zu wenig Platz. Angenommen, wir würden jetzt hier so weiterfahren. Hier mal ein bisschen reingehen. Ja, wir brauchen hier einfach Platz. So. Da machen wir 90. Ah, steht jetzt vielleicht kein Geld mehr. 90, dann kommen wir hier. Wie tief sind wir? Mal hier rauf. Hier wieder ein Tunnel. Und dann da rein. Weil. Wenn ich mal hier den Test mache. Rein von der Höhe. Ja. Das funzt nicht. Eventuell machen wir hier. Wir könnten hier noch eine. Hier eine steilere Kurve machen, dann muss ich schon weiter unten reinfahren, dann hier so rauf, dann da so, dann da rein. Ich glaube, so machen wir das. Also das Ganze hier wieder abreißen. Ja, Gott sei Dank kriege ich da das Geld jetzt wieder. Das war jetzt das gerade Segment. Können wir hier nochmal kürzen? Gehen da schon wesentlich steiler hier rein. So. Können wir jetzt eigentlich den Lok so drin lassen? Jetzt pflügt man da auch nicht so durch die Landschaft. Mal gucken, wenn ich jetzt hier ist es ein 80er, kriegen wir das hin, dass wir nicht so sehr pflügen. Sind wir auf der Höhe? Okay. Müsste ich das nur noch hier gerade hinkriegen, dass wir hier halbwegs gerade rausfahren. Besser. Ach so. Wieder ein Stück gerade. Wie die nächste Kurve. Aber wenn ich jetzt, angenommen, ich mache das gerade so. Ah, dann fliegen wir hier. Okay, na, wir gehen jetzt hier erstmal nach. Auf gar keinen Fall gehst du nach unten. Bin mal unschlüssig. Weiter. Okay, und wenn ich jetzt hier eine 80er mache. Hier auch wieder gerade. So, und dann fahren wir hier. Das ist ja ideal. Ja, da müssen wir gar nicht mehr so weit fahren. Dann treffen wir hier auf die Strecke. Dann
Könnte man, jetzt muss ich mal schauen, ob wir das hinkriegen, wenn wir das hier mal abreißen. Könnten wir auf das hier treffen, wenn ich jetzt von da zu die herziehe? Dann wird er da so halbwegs gerade fahren, macht hier einen Tunnel. Die Kurve da, die sieht, ja, also die wird hier enger, ne? Jetzt sagen wir, machen da eine 100er Kurve draus. Dann kann er hier wieder voll düsen. Okay. Parallel Tracks machen wir aus. Kann ich mir jetzt wieder nicht leisten. 50.000. Okay, aber dann wäre das so ungefähr die Bergstrecke. Da haben wir einen kleinen Viadukt drin. Kommt dann hier nach oben. Ach, schlimm. Okay. Cool. Ja, dann werde ich mal ein bisschen Geld generieren lassen, muss man so zu sagen. Und dann bauen wir hier diese Strecke fertig. Wir werden hier noch einen Abstellbereich irgendwie machen. Vielleicht mit einem Mini-Betriebswerk da, mit Ausweichen etc. Dann muss das Ganze noch signalisiert werden. Gleisgeschwindigkeiten müssen wir noch anpassen und dann den Zug fahren lassen. Das werden wir aber in der nächsten Episode machen. Schreibt es mal gern in die Kommentare rein, wie es euch gefallen hat, was ihr anders machen würdet. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.